Ja, Robert Sieger, es ist schön, wir als Quinte miteinander vor einem Haus, das neu eingeweiht wird, das so beizeit 365 Tage im Jahr, habe ich gehört. Beim Schalthion im Jahr sind es dann 366 Tage. Und der Joel Schmid, das ist eigentlich da der Matchmaker in Quinte. Wie bist jetzt du auf der Joel Schmid gekommen? Ja, das war ein Zufall. Ich durfte mal vor ca. 3 Jahren eine Führung unter der Leitung von Joel Schmid erleben. Und nebst dem, dass die Chemie zwischen uns schnell gestimmt hat, bin ich beeindruckt von dem Quinten, den ich nicht kennt habe, obwohl ich 100 Mal hier vorbeigefahren bin, auf der anderen Seeseite. Von dieser Idylle, von dieser gewissen Romantik, ja, auch von der Vegetation hier, es ist einfach wunderschön. Du bist jetzt nicht als Judoka da, du bist nicht irgendwie als Promoter von Töffsport da, sondern in einer Vertretung von der Stiftung, ob Hans- und Hilde-Schütze-Stiftung heisst die. Was machen die da? Das ist richtig. Das ist eine Erbstiftung, die 2012 gegründet wurde, die ich präsidieren und immer noch präsidieren durfte. Der Stiftungszweck ist die Unterstützung der schweizerischen Bergbevölkerung. Wir unterstützen über die Stiftung Schweizer Berghilfe-Projekte, aber auch individuelle Projekte. Und so ist das nachher für uns ein ideales Projekt zum Unterstützen. Du bist Rechtsanwalt, du bist eben auch Judoka gewesen, und zwar nicht irgendeiner, wirklich ein guter, also ein Nationalcoach natürlich, und du bist eben auch Promoter von Töffsport und so weiter. Du bist vielseitig interessiert. Würde es mich gleich noch interessieren, ist das irgendwie so ein Herzblut, das jetzt da auf das schlägt, oder ist es nur der Joel Schmid? Nein, es ist das Herzblut für die Natur, das ich sowieso habe. Ich bin auch sehr viel in den Bergen gewesen, früher Gebirgsgrenadier gewesen, und habe eine Wohnung in Klosters. Ich bin sehr viel in der Natur, fische gerne, und ich hatte einfach eine besondere Affinität, eine Emotion, die ich hier erlebt habe, unter der Führung des Schmid. Aber das ist eine angenehme Nebenerscheinung, dass wir uns verstanden haben. Es braucht am Schluss Menschen, die etwas umsetzen. Es ist die Region, die ich hervorragend finde, schön, idyllisch, wie gesagt, romantisch. Und gell noch, indem man sagt, es ist wunderbar und schön, idyllisch und romantisch, das allein lange natürlich nicht. Es braucht natürlich auch wirklich Unterstützung, es braucht auch Geld, es braucht auch irgendwie ein Feu Sacre, vielleicht auch von der Gemeinde, vielleicht von allen, von Swisscom, von der Schifffahrt. Also, es braucht eigentlich alles miteinander. Kannst du da Einfluss nehmen, jetzt wo du auch Geld investierst? Nein, da konnte ich nicht direkt Einfluss nehmen. Wir haben eine Spende gesprochen für die Stiftung Quinten, und das war ein weiterer Punkt. Die Stiftung Quinten lebt. Das ist beeindruckend, wie sie sich für die Region einsetzen. Sie haben uns ein Konzept vorgestellt, und ich bin überzeugt, dass die Träger dieser Stiftung das umsetzen und die Gespräche auch adäquat führen. Und das Ziel eben auch da moderat oder angemessen versuchen, die Umgebung zu retten oder am Leben zu erhalten, das hat mich überzeugt. Kapitän bist du noch nicht. Könnte es noch werden? Bootkapitän, Wallersee? Schiffskapitän. Nein, ich begnüge mich immer noch auf dem Egerisee mit meinem Fischerboot. Das hat 6,5 PS, da muss ich keine Prüfung machen. Das langt, aber ist auch gemütlich und ist auch in der Natur. Ja gut, dann kennst du dich raus. Mit 6,5 PS kann man auch schon locker Wasserski fahren. Das heisst mit anderen Worten, also, du bist jetzt gleich jemand, der vielleicht eher auf dem Wallersee oder vielleicht auch hier zu Quinten. Also ich bin jetzt sicher viel mehr auch da. Ich bin viel am Wallensee als Passant, aber ich glaube, ich werde mir jede Gelegenheit nehmen, um rüberzukommen, um hier zu wandern, da vielleicht auch mal zu übernachten. Ich glaube, das ist ein super Projekt, das hier umgesetzt worden ist. Was mich überzeugt hat, ist, dass man versucht, Arbeitsplätze zu schaffen und Wohnraum. Und das ist ja auch euer Ziel von der Stiftung, oder? Die Randregion auch zu retten. Unser Ziel ist es, die Bergbevölkerung zu unterstützen, und das ist in der Bergregion 2 eingemietet oder eingezont. Und darum haben wir das dürfen unterstützen und machen das mit Begeisterung. Dein grösster Wunsch? Mein grösster Wunsch ist, dass das betrieblich jetzt auch funktioniert. Mein zweiter Wunsch ist, dass das angemessen betrieben wird, aber dass man auch den Mut hat, zu Neuem, so wie sie jetzt da die Stiftungsräte umgesetzt haben. Auch Quinten wieder beleben mit Familie? Ja, das wäre wunderschön. Das wäre wunderschön. Und ich glaube, für jede Familie, die da das Glück hat, dass ihre Kinder in dieser Ruhe und in dieser auch Bescheidenheit aufwachsen, die machen für ihre Kinder etwas Gutes. Jetzt sehen wir im Hintergrund, der Joel kommt gerade mit einem Kaffee raus, aber es geht langsam los. Gell? Also es ist Eröffnungstag jetzt. Das heisst, mit anderen Worten, für dich auch irgendwie Freude herrscht, dass es jetzt so geklappt hat. Ja, für mich ist es wirklich ein spezieller Tag, zu sehen, dass das Investment, wenn man so hat, will sagen, oder so will sagen,
dass sich das gelohnt hat. Als ich die Ruinen damals gesehen habe, hätte ich nie gedacht, dass so etwas Schönes entsteht. Und wie die Leute, die jetzt das führen, betrieblich führen, mit Begeisterung und Freude das machen, das ist wirklich ein schöner Tag zum Geniessen. Und das Wetter stimmt auch. Der Bevölkerung vor Ort wünscht mir und auch der Interessensgemeinschaft Quinten nur das Beste. Geniessen Sie die Idylle, die Romantik, die Naturschönheiten. Sind Sie aber trotzdem offen für Neues, wie ihr das gemacht habt? Ich würde sagen, Quinten lebt, es lebe Quinten. Danke.